Hallo Leute, willkommen zurück zu Warptoria, wo wir letztes Mal zurück auf unseren Heimatplaneten gewarpt sind. Und wie ihr sehen könnt, hier gibt es keine Verschmutzung mehr oder fast keine mehr. Nur etwas, was hier gleich losgeht. Darum beginnen wir doch gleich mal mit dem Stabilisieren. Denn wenn unsere Plattform hier nicht in der Mitte steht, dann ist auch nicht wirklich viel los mit Umweltverschmutzung. Und die Wälder konnten das, was hier so war, schlucken. Nun aber, ich denke erstmal müssen wir die Harvester und die, den Teleporter anschließen. Und dann werden wir auch ein paar Gleise legen müssen, so dass wir Eisen und Kupfer hier links und rechts ranbringen. Und dann denke ich, vielleicht machen wir dann auch Kohle hier von dieser Seite ran. Und ich denke, Stein haben wir da noch etwas anliegen. Das können wir so reinpacken. Aber wie gesagt, zuerst die Plattformen. Nun, da das Wesentliche platziert ist und hier für das Rohöl Förderer hatten wir da ja schon, da hat uns nur der Teleporter gefehlt. Ich denke hier für die Eisenbahn, hier werden wir sicher etwas Landfill brauchen, aber das hier können wir grundsätzlich an unser Netzwerk anschließen, denn die großen Züge, die stehen meistens einfach nur hier rum und warten auf Entladung. Und so wie es aussieht, brauchen wir mehr Eisen für Stahl. Vielleicht müssen wir hier einen Balancer reinpacken. Aber machen wir doch erstmal hier Platz. Und dann brauchen wir das sowas? So. Hier gehen wir raus, das heißt, da müssten wir dann auch hierauf connecten, verbinden. Richtig. Wir kommen von hier unten. Und da fahren wir nach unten. Gut. Das heißt, dann hätten wir hier das so.
Und hier gehen wir nach oben. Gut, dann einmal, zweimal, dreimal und hier machen wir diesen. Sehr schön. Hier können wir das so durchziehen. Brauchen wir nicht mal Stromkabel in der Mitte. Und dann hier. So. Dann machen wir das, glaube ich, mal so, legen das etwas nach oben. Sehr gut. Wir werden da noch ein paar Signale brauchen. Von denen hier. Ah, das ist vielleicht zu neu. Die Roboter einsammeln. Gut. Dann hier kommen wir raus. Keine Gleise mehr. Okay. Gleise lassen sich auftreiben. Und vielleicht brauche ich auch ein paar zusätzliche Signale. So. Das heißt, hier, da müssten wir hier raus. Wenn ich noch ein paar von denen habe, so machen. Und dann müssen wir irgendwo rein. Machen wir das doch. So. Ja, so ein Signal. Noch ein
das machen. Sehr schön. Und dann gehen wir hier zu einem anderen Bahnhof, nämlich Kupfererzfeld bis voll. Volles Frachtinventar. Und dann hier. Machen wir im Prinzip dasselbe. Einmal, zweimal. Wenn wir hier unten Kohle ranbringen wollen, dann müssen wir hier so ein bisschen ums Eck. So, und habe ich jetzt hier irgendwelche, ja. Gut. Jetzt wollen wir jetzt das hier so machen. Und so brauchen wir da mal ein Tunnel. Dann sind wir hier raus. Hier raus. Dann brauchen wir einen Bahnhof. Wir haben die, wie wir die benannt. Brennstoff Eisen, dann wäre das Brennstoff Kupfer. Brennstoff Kohle. Nur die Hälfte kopiert. Das nützt natürlich wenig. Gut. Wie sieht's denn aus? Machen wir hier noch ein Signal ran. Dann hier fahren wir runter. Das heißt hier. Das verbindet hierauf. Und dann wäre das hier. Hier ran.
Nimmt das. Ja. Dann brauchen wir ein paar Motoreneinheiten für einen Zug. Einer reicht. Ein Waggon. Brennstoff, Kohle. Hier warten wir 10 Sekunden, bevor wir weiterfahren zu Kohlefeld mit vollem Frachtinventar. Sehr automatisch. Ich muss jetzt eigentlich nur noch hier unten das Ganze so anschließen. Allzu schwierig sein. Ja, machen wir das einfach mal so. Und dann haben wir hier ein Buch mit Verteilern und ich will was 4 auf 1. 4 auf 1 ist einfach. Mal ein Buch. Das ist 4 zu 1. Dann machen wir das hier ran. So bekommen wir Kupfer rein. Sehr schön. Dann alles, was wir hier allenfalls noch machen müssen, ist hier einen Balancer 4 2 zu 2. Aha. Das so. Dann können wir sicherstellen, dass wir Erz aus allen ausladen und nicht, dass der Zug, so wie jetzt hier steht, die ersten zwei Waggons sind leer und die letzten zwei sind voll. Wunderbar. Wie sieht das denn jetzt hier so eben aus? Diesen habe ich noch nicht eingestellt. Das ist Eisenfeld. Volles Frachtinventar. Und dann Eisen, Brennstoffeisen. Zeit vergangen, 10 Sekunden, aber was wir hier noch nicht haben ist, hier angeschlossen, gut, dann ein Signal hier,
Und eins da, eins da. Gut. Dann fährt auch dieser Zug. Und Kupfer entlädt. Genau. Alles, was wir hier noch nicht automatisch anliefern, ist Stein und Uranerz. Aber mit Uranerz sind wir noch gut versorgt. Und Stein brauchen wir nicht so viel. Darum denke ich, ist nicht so dringend. Wir können sehen, hier diese kleinen Züge, die machen, was sie sollen. Und wir können dann auch mal schauen, wie sieht es denn so aus mit Artillerie, dass wir ein paar Kanonen hier außen rum platzieren, denn das sollte zusätzlich helfen, die Aliens etwas von unserer Mauer fernzuhalten. Hier im Keller haben wir eine Kiste mit einigen Artilleriegeschütztürmen und wenn wir hier raufgehen, da wo wir unsere Ölverarbeitung haben, irgendwo, ja, hier haben wir eine Kiste mit den Granaten. Somit sollten wir alles haben, was wir brauchen, aber angesichts der fortgeschrittenen Zeit, denke ich, schauen wir, was wir mit Artillerie machen können in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss!